Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. In dieser Folge habe ich schlechte Laune, weil schon wieder gar nichts funktioniert. Andererseits wollen wir jetzt dahin gehen, was ich fürs Finale halte. Also würde ich sagen, los geht's. Auf in die Vergangenheit. In den Pilzpalast. Der jetzt ziemlich lila aussieht. Hey. Ich meine, so anders kann der ja eigentlich gar nicht sein. Wisst ihr? So also kann er eigentlich nicht. Bei meinen Scharnieren. Der Kobaltstein reagiert mit extremer Rastigkeitlichkeit. Ja. Licht. Kaputt. Ich liebe diese solche Geräusche. Geräusche? Geräusche. Erstaunlichhaft. Jetzt können wir eintreten, wenn Sie mir folgen können. Die Schroops haben hier also ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Abneigungszyklus aktiviert. Bleiben Sie auf der Hut und halten Sie die Augen offen. Sie alle. Zurück zum Abenteuer. Waha. Ja, Luigi, du schaffst das auch. Du bist ein Mann. Ein grüner Mann. Wir müssen auf ihn zählen können. Ich sehe jetzt schon schlechte Laune. Aber ist jetzt auch egal. Wir bekämpfen das Ding. Wisst ihr was? Luigi kann jetzt endlos Dinge einsetzen. Deshalb werden wir den Schnarchorb mit einer Kopierblume bekämpfen. Ich habe überlegt, ob wir Mario vielleicht auch den Ultima-Orden besorgen wollen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wo ich die Bohnen dafür herkriegen soll. Ich meine, es gibt viel zu backtracken. Aber ob das reicht? Der erinnert mich stark an den ersten Boss aus Mario & Luigi Superstar Saga. Beziehungsweise nicht ersten Boss, sondern diesen Golem. Diesen Leben-Golem. Könnt ihr mir folgen? Möglicherweise. Ich sehe gerade wieder, ich habe so einen richtigen Kabelsalat bei mir auf dem Tisch. Ich muss glaube ich mal wieder ausmisten? Ausräumen. Okay, da kommen wir nicht lang. Also geht es geradeaus. Oh nein. Ich sehe da etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Ein Lichtblock. Mama, Mama. Ja, da ist Luigi gegengekommen. So. So, dann Mario nochmal dagegen. Dann Angst. Dann springt Baby Mario nochmal dagegen. Ich wollte sagen Hopp, aber ganz offensichtlich nicht. Falsche Richtung. Nee, das ist nicht schön. So, Stück für Stück. Bloß nicht übereilig handeln. So. Damit ist die Plattform schon mal besser erreichbar. So, dann nochmal Licht. Heute ist Tommy nicht dabei, der labert nämlich zu viel dazwischen. Ist mir aufgefallen. Weiß gar nicht, gibt es da drin noch irgendwas zu holen? Ja.
Ich glaube, es wird... Oh mein Gott. Ich glaube, es wird da eher weitergehen. Sieht danach aus. Sieht mir stark danach aus. Das war ein bisschen sehr gewagt. Mache ich nicht nochmal. Dafür, dass das so ein sicherer Ort dazwischen ist, ist das aber sehr uncheckpointhaft. Wäre es lieber, wenn das ein Checkpoint wäre. Wobei ich aber auch ehrlich bin, sein muss. Ich habe keine Ahnung, wie man das programmieren soll, ohne dass du Probleme hast, wenn du mehrere zwischeneinander hast. Ach komm. Ach Mann. Wie gewonnen, so zerronnen. Weil ich einmal auf den falschen Knopf gekommen bin. Dürfen wir es gleich noch... Oh mein Gott. So blöd war ich heute noch gar nicht. Ich habe jetzt den ganzen Tag Sparking Zero gespielt. Weitergekommen bin ich nicht. Denn... ich bin überfordert. Überfordert damit, Freezer mit einer Genki-Dama zu treffen. Und ich hoffe, das wird sich... Nee, da springe ich rüber, da habe ich Angst vor. Ich hoffe, das wird sich liegen, sobald... Sobald ich mich ausgeruht habe, dann bin ich jetzt schon den ganzen Tag wach. Wow. Naja, mal gucken. Also ich weiß nicht, ob ich persönlich da lang gehen wollen würde. So im echten Leben, als Mario und Luigi, weil lila Pilze haben bewiesenermaßen nicht die besten Hintergedanken für mich. Da brauchen wir die Großen. Ich glaube, das wird wohl so eine Situation sein, wo sie uns einfach nur dazu zwingen wollen, alle Fähigkeiten nochmal einzusetzen, auch wenn es keinen Sinn macht. Warum ist Luigi... Ich drücke A und Luigi springt. Wie habe ich mir das zu erklären? Bist du betrunken, liebes Spiel? Doch nicht mitten im Video. Komm schon. Okay, es sieht sehr ähnlich aus zu vorher. Aber gleichzeitig auch anders. Und es ist die Vergangenheit. Die werden wahrscheinlich in Zukunft bis... Oh mein Gott. Ein bisschen umgebaut haben. Also... ja. Alles okay. Weg. Ja, war klar. So, und in dem Fall... Blumenmix. Schon vergessen? Gibt das nicht. Dann müssen wir einen der unendlichen Angriffe verwenden. Wenn man gut genug ist. Und in dem Fall ist es der Taschenbau. Weil da bin ich besser drin als mit dem roten Panzer. Auch wenn das deutlich länger dauert. Auch wenn das länger dauert. Ich habe so richtig Lust, Tears of the Kingdom, was? Echoes of Wisdom mir zu besorgen. Wobei ein Endlosangriff ist das nicht. Wie ihr seht. Irgendwann wird er halt zu schnell. So, und jetzt nochmal ein Panzer hinterher. Weil mit Konzentration klappt das auch.
Betonung liegt auf Konzentration. Genauso wie das auch mit Konzentration klappt, dass Luigi nicht schon wieder vergiftet wird. Schon wieder? Was weiß ich. Ach ja. Roter Panzer, hopp. Ich hab's bestimmt schon mal gesagt. Ich bin sehr gespannt auf Brothership. Schon wieder etwas, das ich kaufen will. Das ist nicht gut. Naja. Wir leben ja in einer Konsumgesellschaft, das ist alles gut. Das ist normal. Mach dir keine Vorwürfe, Shiny. Es ist normal. Wobei ich aber auch der Meinung bin, die Welt könnte deutlich besser dran sein, wenn wir uns nicht so auf Geld fokussieren würden. 2 Wonderpilze DX, sehr schön. Oder wie ich sie gerne nenne, Top-Beleber. Hey. Ist schon ekelhaft, was sie mit dem Pilzpalast gemacht haben, ne? Geht das Ding an oder muss ich dafür... Ja, dachte ich mir. In diesem Fall lasse ich die Babys hier und renne mit den beiden hier dahin. Und habe große Angst. Hiervor. Ich möchte nicht nochmal gegen die kämpfen. Aber naja, muss ja alles einmal vorkommen, ne? So. Nimm die Beine in die Hand, Mario. Ja, natürlich hat Mario das meiste Geld verloren. Super. Wie lahm. Shroobrex will ich... Nein! Ich glaube, ich will die nicht bekämpfen. Ich glaube höchstens mit allen zusammen. Das heißt, Bein in die Hand. Wir haben heute auf Arbeit ein Feuer gemacht. War groß und warm. Vor allem warm. Das ist der gute Teil. Denn es hat schon wieder geregnet. Und dieser Regen war natürlich kalt. Bäh. So, dann versuchen wir mal mit den Babys durchzugehen, ohne zu sterben. Und vor allem auch ohne zu kämpfen im Bestfall. Das Fall ist eingetreten, sehr schön. Dann hoffen wir, dass das auch für Mario und Luigi gilt. Ganz offensichtlich nicht. Nee, diese Fluchtmechanik gefällt mir nicht. In Paper Mario fand ich das besser. Wo du auch eine Möglichkeit hast, das zu recovern, quasi. Geh doch durch! Dass du nicht hilflos dem Münzverlust ausgeliefert bist. So. So, dann müssten die jetzt das da zerstören. Nee, wir gehen zuerst mit den Babys. Dann gehen wir mit den Babys nirgendwo hin. Schon gut. Dann nehmen wir die Erwachsenen. Und holen uns die Babys. Denn ohne die können und wollen wir nicht weiter. Kriegen wir die eigentlich da hoch?
Nee, kriegen wir nicht. Na, ist okay. Finde ich sehr okay. Muss mir mal angucken, wie die Folge mit Tommy, die Isaac-Folge gestern, wie die angekommen ist. So, wo ist die Röhre? Da ist die Röhre. Gut, das heißt, wir werden scheinbar so ran müssen. Sehr schön. Dann kommen wir da jetzt durch die Tür durch. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Es ist eine etwas kürzere Folge, aber ich weiß nicht, wo der nächste Speicherblock ist. Und ich habe keine Zeit für Überlänge. Ich muss ins Bett. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Und ich muss mit der Maus ausmachen. Super.